Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Jesus Christus, der König, der Apostel, er sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wir feiern heute das Fest des heiligen Matthias. Er ist nachgerückt, weil jener Judas, der Verräter, ihn verraten hat. Er hat die Ferse erhoben gegen Jesus und wollte ihn niederdrücken, wollte ihn ausdrücken, so steht es im Griechischen. Er hat die Ferse erhoben, wer aber wird unter die Ferse genommen? Der besiegt ist durch die demütige Magd, die die Ferse erhoben hat gegen ihn. Alle Verräter wollen sich immer auflehnen gegen alle Autorität. Er lehnt sich gegen Gott auf. Er ist der Anstifter derer, die sich auflehnen gegen Gott. Wie schon im Paradies hat er erreicht, dass Adam und Eva sich letztlich auflehnen gegen die Autorität Gottes. Wenn ihr davon esst, werdet ihr sein wie Gott. Sie erheben die Ferse, er hat wieder die Ferse erhoben und er will sogar gegen die Ferse, mit der Ferse hat er diese Ferse erhoben, um Jesus zu treffen. Wie Jesus selbst sagt im Griechischen. Er hat die Ferse wieder mich erhoben. Meine Lieben, immer stiftet der Satan an, dass eben wir die Ferse erheben gegen Gott, dass wir uns auflehnen, dass wir Rebellen werden, dass wir jene sind, die gegen Gott gehen, gegen sein Gebot, gegen sein Wort, gegen die Lehre der Kirche. Überall, auch in der Theologie, manchmal sogar die Professoren und die Schriftgelehrten der heutigen Zeit lehnen sich auf, wollen einen anderen Glauben, aber nicht den überlieferten Glauben. Das hat man auch, Pater Pio hat es gesagt, es ist ganz, ganz interessant, da war so eine Synode von allen Franziskanern und am Ende seines Lebens war im Grunde so der Aufbruch der 68er, da ist der Mann gestorben und es war so, dass der Bruder gesagt hat, auf was sollen wir Acht geben? Auf was sollen wir Acht geben? Er packte ihn am Habit und sagte, halte fest am überlieferten Glauben. Ist er schon gegangen, er ist überrascht gewesen, dass er so vehement war, hat ihn an dem Habit gepackt und nochmal hat er ihn am Habit gepackt. Und ich sag dir's, schau drauf, der überlieferte Glaube, der gesunde Glaube. Und nochmal packt er ihn, dann wollte er schon wieder weg und er packt ihn nochmal am Habit. Komm nochmal zurück, sagt er eines, halte fest am gesunden, überliefernden Glauben. Ich glaube, das würde Pater Pio auch in der heutigen Zeit bei uns tun. Dass wir nicht Rebellen sind und eine andere Kirche wollen, ein anderer Glaube jetzt auf einmal, manchmal sogar Hirten, die Rebellen sind und sich auflehnen gegen das Glaubensgut, die gesunde Lehre. Nein, versteht ihr, das zeigt uns ganz besonders dieser Apostel Matthias, der nachrückt, weil den Hochmut haut es heraus. Der Hochmütige kommt zum Sturz. Wie es in der Schrift heißt, den Hochmütigen erkennt er von fern, den Demütigen aber schenkt er seine Gnade. Ja? So demütig kommen wir auch jetzt an diesem Apostelfest, am Ende jetzt, Höhepunkt vom Einkehrtag, dass wir hinausgehen können und Freude haben und wissen, was wir für einen Weg gehen, welches Fasten, das Gott gefällt und wie wir in dieser Fastenzeit uns bewähren können, an dem gesunden Festhalten. Versteht ihr, in der Schrift heißt es im Alten Testament, wer glaubt, der bleibt. Und wer nicht glaubt, der bleibt nicht. Alle, wenn wir abdriften in das Liberale, alle Orden gehen kaputt. Alle Orden gehen kaputt, die liberal abdriften, die nicht mehr bei der gesunden Lehre bleiben. Aber der glaubt, der bleibt. Wie schön, wir wissen genau, was wir zu tun haben. Es ist der schöne Glaube, den wir haben und der uns so kostbar ist, versteht ihr? Dem wollen wir uns zuwenden, ihm, der unsere Rettung ist.
und der uns den Glauben ins Herz hineingelegt hat, Christus selbst. Zu ihm wollen wir gehen und ihn um Vergebung für unsere Sünde und für die Sünden der ganzen Welt bitten. Das ist sehr, sehr wichtig. Ich bekenne Gott, dem Allmächtigen und allen Brüdern und Schwestern, dass ich Gutes unterlassen und Böses getan habe. Ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und Werken. Durch meine große Schuld. Darum bitte ich die selige Jungfrau Maria, alle Engel und Heiligen und euch Brüder und Schwestern, für mich zu beten bei Gott, unserem Herrn. Der allmächtige Gott erbarme sich und nehme von uns Sünde und Schuld und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Für die Eleison. Für die Eleison. Christe Eleison. Christe Eleison. Für die Eleison. Für die Eleison. Lasset uns bitten. Gott, du kennst die Herzen aller Menschen. Du hast es gefügt, dass der heilige Matthias zum Kollegium der Apostel hinzugewählt wurde. Deine Liebe lenke auch unseren Weg und reihe uns ein in die Schar deiner Auserwählten. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. So spricht der Herr, ich habe euch erwählt und dazu bestimmt, dass ihr Frucht bringt und dass eure Frucht bleibt. Sei mit euch und mit deinem Geiste. Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. Ehre sei dir, o Herr.
jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Wie mich der Vater geliebt hat, so habe auch ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben. So wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Dies habe ich euch gesagt, damit meine Freude in euch ist und damit eure Freude vollkommen wird. Das ist mein Gebot, liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. Es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben für seine Freunde hingibt. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch auftrage. Ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Vielmehr habe ich euch Freunde genannt, denn ich habe euch alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater gehört habe. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und dazu bestimmt, dass ihr euch aufmacht und Frucht bringt und dass eure Frucht bleibt. Dann wird euch der Vater alles geben, um was ihr ihn in meinem Namen bittet. Dies trage ich euch auf: Liebt einander. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Lob dir, Christus, König und Erlöser. Und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wieder heißt es hier, wieder ein Druck. Stimmt es jetzt, dass es eine frohe Botschaft ist? Ist es wirklich so, wenn jemand zu dir sagen würde, deine Freundin, dein Freund oder ein guter Bekannter, ein Verwandter oder einer aus der Familie, hör mal zu, du bist mein Freund, wenn du tust, was ich dir sage. Jetzt machen wir langsam. Mach mal langsam, so geht's nicht. Muss ich jetzt wieder nach deiner Pfeife tanzen? Willst jetzt wieder dich aufspielen als jemand, der jetzt den Ton angibt? Was ist denn das? Das muss ja mal ein bisschen ausgeglichen sein. Hier steht's aber. Warum sagt das Jesus zu uns? Und könnte das uns nicht wieder den Druck geben, müssen wir wieder nach deiner Pfeife tanzen? Müssen wir wieder uns unterordnen unter deinen Willen. Und wir sind unter der Knute Gottes. Oder wie im Islam, Unterwerfung. Es ist Unterwerfung, Unterdrückung. Oder wie müssen wir das verstehen, dass das Jesus sagt? Wie können wir das verstehen? Wisst ihr, ich würde gerne bei jemandem, der viel für mich getan hat und der sein Leben hingegeben hat, der richtig gezeigt hat, dass er ein Freund für mich ist, bei dem würde ich schon tun. Stimmt's? Da wäre ich schon mal bereit, weil er es so gezeigt hat. Da kommen wir schon mal in die richtige Richtung, dass das Evangelium sich aufzeigt. Weil du musst auch wissen, ist es jetzt so beim Vater, der Sohn im Verhältnis, jetzt muss er nur sagen, was der Vater tut. Alles, was ich sage und was er hört von mir, ist nicht von mir, sondern vom Vater. Er sagt, was ist denn das? Das ist ja wie eine enge Zwangsjacke, stimmt's? Der sagt nur das, was vom Vater kommt. Ja, sag mal was aus dir. Ja, wir müssen manchmal so denken, dass wir in das Evangelium hineinkommen. Wie können wir jetzt da rauskommen aus der Enge? Ich muss tiefer nachschauen. Wie kommen wir in die frohe Botschaft? Weil der Sohn was erkennt. Er braucht nichts dazugeben. Ich sage, es muss ja den Vater ein bisschen überflügeln. Der ist nicht ganz so auf der Höhe. Der Sohn ist ein bisschen jetzt größer und ist der, der jetzt noch was drauf macht. Der es noch besser kann wie der Vater, oder?
Muss er das denken? Will er das denken? Nein, weil der Sohn erkennt, das, was vom Vater kommt, in seiner Gottheit, in seinem Licht, dass das, was vom Vater kommt, vollkommen ist. Jetzt kommen wir schon hin. Deswegen tut er es alleine. Er tut es voll Freude, er tut es voll Liebe. Das, was vom Vater kommt, er will nicht eins draufsetzen. Er will nicht ihn überflügeln und sagen, der Vater muss jetzt überwunden werden. So machen es ja die ganzen Assistenten von den Professoren. Die werden dann auch Doktoren und dann setzen sie im Grunde, weil, wenn sie den Professor ein bisschen im Griff haben, jetzt setzen wir noch eins drauf. Ich muss ja schon zeigen, dass ich ein bisschen besser bin, oder? So sind wir Menschen. Muss das der Sohn machen? Nein, weil der Vater ist vollkommen. Und es ist die größte Freude, das weiterzusagen, was vollkommen ist. Jetzt kommen wir hinein, jetzt verstehst du es. Deswegen ist es die Freude, ihr seid meine Freunde, wenn er tut, was ich euch sage. Weil das, was ihr dann tut und was der Vater will, ist vollkommen. Das ist unsere Freude, weil wir vollkommen sein wollen. Weil wir erkennen, was vom Vater kommt, das Gebot, das ist vollkommen. Weil ich erkenne, das, was vom Vater kommt, da muss ich mich nicht auflehnen, nicht rebellieren wie der Judas, sondern es ist vollkommen. Sein Wort ist vollkommen. Und es ist mir die größte Freude, genau das zu tun. Da kommen wir in das Innerste vom Evangelium hinein. Sonst, wir müssen manchmal so nachfragen, um ein bisschen tiefer zu schürfen, um ein bisschen anzuecken, um es tiefer zu verstehen. Was machst du da eigentlich? Sind wir jetzt Marionetten oder sonst was? Oder machst du es freiwillig? Ist der Sohn gekommen freiwillig? Stell dich mal vor, auch der Vater hat nicht gesagt, ach, mein Sohn, der ist nicht ganz auf der Höhe, ich muss selber gehen. Ich werde Mensch. Dem kann man ja nichts anvertrauen. Das wäre auch nicht gut, verstehst du? Kein Vertrauen von ihm, dann würde er sagen, ich mache alles selbst. Habt ihr mal die Väter erlebt, die sagen, wir sind die Überväter, die Söhne und die Töchter, die können nichts. Dem kann man nichts anvertrauen. Die rennen wie halbe Portionen rum und haben nur Angst, irgendwas anzufassen. Es geht schief. Der Papa kann alles. Die haben nie gelernt, die Söhne und die Töchter so zu erziehen, dass sie was können. Dass sie auch vollkommene Persönlichkeiten sind, die der Vater gemacht hat. Das lernen wir. Ich habe schon viele getroffen, die so unterdrückt wurden. Und da wurde nur gesagt, du kannst nichts, du taugst nichts, du bist nichts. Von dir kommt ja eh nichts Richtiges raus. Das haben sie gesagt, weil sie nur so erzogen wurden, wahrscheinlich vom eigenen Vater. Nur ich. Das sind die super Egoisten. Ich und dann lange nichts. Merkt ihr, der Vater sagt, ich kann dir das anvertrauen, dass du an meiner Stelle kommst und du repräsentierst mich ganz und zwar vollkommen, weil du mich liebst. Vielleicht habt ihr so noch nicht nachgedacht. Ich gehe da jetzt rein und versuche so nachzudenken, dass ich das Evangelium tiefer verstehe. Tiefer verstehe, auch mal anecke, mal nachfrage, was ist denn da? So ist der Vater. Und der Sohn repräsentiert den ganzen Vater so sehr, dass er sogar, wenn ihr mich seht, seht ihr den Vater. Und wenn ihr mich hört, hört ihr den Vater. Und meine Lieben, euch lädt er auch ein, dass ihr so Imitationen seid von dem großen Sohn. Auch dich will er erfüllen mit seinem Wort, dass du es annimmst. Das ist jetzt die Fastenzeit. Das ist genau das, zu was er euch beruft, dass ihr alle Worte von wem aufnehmt? Von euch selbst, von der Welt oder von wem? Welche Worte nehmt ihr auf? Zu was lädt dich der Vater ein, der dann sagt, wer alle meine Worte aufnimmt, der ist für mich Bruder, Schwester und Mutter. Der ist ein Sohn im Sohn.
Er würde zu dir sagen, ich sehe dich. Wie viele Worte hast du von mir? Alle Worte hast du angenommen. Und du redest nicht nur darüber, sondern du handelst danach. Du bist meine Tochter und du bist mein Sohn. Und darin lädt er dich ein. Er sagt nicht, nein, nur mein Sohn. Nein, nein. Jesus sagt ganz klar in den Abschiedsreden, damit sie erkennen, dass du die Kinder so geliebt hast wie mich, dass du die Söhne und Töchter, die du erschaffen hast, so liebst wie mich. Das ist das Größte. Und dazu bist du eingeladen. Meine Liebe, das ist eine Selbstverständlichkeit, wenn wir das verstehen, dass wir alles liegen lassen und eine Imitatio, also wir wollen ganz ähnlich sein Jesus. Deswegen heißt du Christ. Weil du so die Identität, so Jesus angezogen hast, wie er selbst ist. Und dann sieht der Vater seinen Sohn in dir, in der Tochter und im Sohn. Was ist das Großes, meine Lieben? Zu dem sind wir eingeladen. Da ist es selbstverständlich, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch sage. Und er ist der Freund des Vaters. Er ist es. Und der Vater lässt ihn die ganze Freiheit und die ganze Vollkommenheit von ihm, gibt er ihm. Und er ist vollkommen der Sohn von Ewigkeit zu Ewigkeit, wie der Vater. Im Heiligen Geist, in der Liebe. Und in diese Freiheit darfst du auch kommen, wenn du ihn annimmst. Nicht deine Zwangsjacke, versteht ihr? Nicht deine Zwangsjacke. Ich bin frei geworden, indem ich ihn annehme. Du wirst versklavt, wenn du die Welt annimmst. Und wenn du die Sünde annimmst und wenn du alles annimmst, was du vielleicht bei anderen kopierst und so wie andere, wie die großen Idole, schau sie mal an, wenn die Rockstars da sind und die Jungen wollen so sein wie die Rockstars oder die Großen, die Sportler oder sonst was, was kommt da raus? Eine Imitatio ist es schon. Ich imitiere. Aber das Größte ist, dass wir nicht nur imitieren, sondern wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir, ich bleibe in ihm. Der mich liebt, zu dem wird mein Vater und ich kommen, wir werden bei ihm Wohnung nehmen. Zu dem bist du eingeladen. Es ist Fastenzeit, diese Verwandlung in Christus. Seht ihr, und es stimmt, was er hier sagt, ist ja verrückt. Hört mal zu, dem Text tiefer, richtig tief, elementar, dass ihr alle Sicherungen raushaut. Eigentlich müsst ihr alle Sicherungen raushauen. Dann müsst ihr sitzen und sagen, jetzt vergehe ich. Wenn das stimmt, was hier steht, wie mich der Vater geliebt hat, so habe auch ich euch geliebt. Hast du das mal runtergehen lassen? Hast du deinen Gott noch auf Corona-Abstand, 2 Meter? Oder lässt du ihn jetzt mal richtig dran, dass er dir zeigt, wie er dich liebt? So liebt er dich, er ruft dich. Du bist die Tochter und der Sohn. Oder ist er weit weg? Oder haben wir so ein schweres Christentum, so ein Christentum, das wir gerade so dahin kriechen? Oder zu was sind wir eigentlich eingeladen? Wir sind zur Hochzeit eingeladen. Du darfst dich mit Gott vermählen, wie der Sohn mit dem Vater eins ist. Vater, lass sie eins sein, wie du mit mir eins bist. Ich in ihnen und du in mir. Das steht auch in diesen Abschiedsreden, eine Passage. Zu dem bist du eingeladen. Überleg dir mal, zu was Gott uns einlädt. Was ist das für ein Christentum? Das müssen wir hinausrufen in die Welt, in diese Gesellschaft, die kaputt geht, die sich vermählt mit dem Zeitgeist, die sich vermählt mit dem Denken des Teufels, nicht mit dem Denken des Vaters, zu dem wir eingeladen sind. Wir sind keine Hure von Babylon, die sich mit dem Tier vereinigt, wie sie in der Apokalypse dargestellt ist in einem Bild, dass wir buhlen mit dem Tier, mit Satan, sondern wir sind eingeladen, uns mit dem Lamm zu vereinigen, mit Gott. Wir werden eins mit Gott.
Die zwei Bilder sind, es gibt keine anderen Bilder. Entweder sind wir die Hure von Babylon, die sich mit dem Tier, das auf dem Tier sitzt und den Zuchtwein in einem Becher hat. Und diese Hure von Babylon, eine Frau, ist aber eine Hure. Dort ist es ein anderes Bild. Dort ist die Frau, die sich mit dem Lamme vermählt. Und das ist die Kirche. Das bist du. Oder ich buhle mit der Welt. In einem Weltgeist versteckt sich das Denken des Teufels. Und wir buhlen und tun alles, was die Welt will. Das wäre ein Buhlen und das ist eine Hure. Sie gibt sich dem Satan hin, sie gibt sich dem Tier hin. Dem Teufel, wie Jesus auch sagt, ihr habt dann den Vater der Lüge als Vater, den Teufel als Vater. Das sind harte Worte, wo Jesus sagt, das stimmt aber. Oder vereinigen wir uns freiwillig, wie der Sohn sich von Ewigkeit mit dem Denken des Vaters vereinigt hat, weil er erkannt hat, dass es Vollkommenheit ist und Liebe und Barmherzigkeit und Güte und keine Zwangsjacke, oder? Keine Zwangsjacke. Am Ende werden all jene sehen, die sich mit der Hure von Babylon, dem Tier, vereinigt haben, dass sie geknechtet sind, dass sie unfrei sind. Aber der Sohn will uns befreien zu dieser Freiheit, die er selbst im Vater hat. Er will uns alle befreien aus dieser Knechtschaft des Teufels, aus der Knechtschaft der Sünde, aus der Knechtschaft des Todes will er uns befreien. Versteht ihr, wie wir eingeladen sind? Da sind wir meilenweit weg, manchmal auch in der Verkündigung. Es gibt nur die zwei Bilder, es gibt nichts anderes in der Apokalypse, ich bereite sie gerade vor, dann wird ein Kurs draus gemacht. Das sind die Bilder der Apokalypse. Entweder buhlen wir mit der Welt, aber der Herr sagt es im Wort, wer die Liebe zur Welt hat, hat die Liebe zum Vater nicht. Dann haben wir die Liebe zu Gott nicht, wir haben die Liebe zur Welt. Ihr merkt es, und die Bilder sind drastisch. Der reißt alle ins Verderben hinab, genau das nicht. Wie schön ist diese Einladung, meine Lieben, die alles übersteigt. Wir können es uns nicht vorstellen. Wie schön ist das? Wir müssen es verkünden. Seid zur Hochzeit eingeladen. Jetzt ist eine heilige Zeit, um ganz hineinzuwachsen und identisch zu werden, eins zu werden mit dem Sohn und damit mit dem Vater. In Liebe. Und es ist nichts Langweiliges. Da dürfen wir nicht mehr in der Kirchenbank sitzen und so vor uns hin trödeln, sondern da muss alles brennen. Das Herz brennen, dass wir zu dem eingeladen sind. Das müssen wir verkünden. Keine Langweiligkeit mehr. Kein Christentum, das dahin kriecht wie eine Schnecke. Kein Eroberungsgeist mehr, wie sonst es ist. Wenn wir es nicht mehr glauben an sein Wort. Aber hier steht es. Hier steht es und Gott belügt uns nicht. Wie mich der Vater geliebt hat, so habe auch ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, ja, es ist alles gut, das Gebot, das vom Vater kommt. Werdet ihr in meiner Liebe bleiben, ohne das Gebot, weil er die Wahrheit ist, sind wir nicht in der Liebe des Vaters. Und wenn einer die Gebote, da kannst du es ganz genau dran erkennen und die Geister unterscheiden. Wie kann man die Geister unterscheiden, ob sie aus Gott sind? Erstens, beginne. Wenn sie noch so in Privatoffenbarung umher sind oder sonst irgendwas, prüfe immer eines. Oder wenn sie so sehr spirituell sein dürfen, prüfe nur eins. Halten sie das Gebot Gottes, halten sie das Wort Gottes und halten sie die Lehre der Kirche, dann hast du es. Da hast du schon die Geister unterschieden. Weil diese wollen diesen Weg gehen, die anderen nicht. Das können Gurus sein, das können Geistheiler sein, das können Leute sein, die spirituell unterwegs sind, aber die Dämonen wirken durch sie. Und sie sind nicht im Geiste des Vaters. Wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben, so wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Das macht er gern.
Versteht ihr? Dann ist das Gebot letztlich, wie Johannes sagt, wenn es in der Liebe betrachtet wird, wenn wir es aus dieser Liebe betrachten, dann gehen wir aus einem Christentum weg. Du musst, du darfst nicht, du sollst. Da liegen wir dir auf der Tasche als Moralapostel. Du hast das zu tun. Das macht ihr alle alleine, wenn ihr es erkannt habt, wo ihr eingeladen seid. Brauche ich nicht mehr hinter nach sein. Auch der Kurt Susack braucht nicht hinter nach sein. Und da treiben wie ein Antreiber, ein Stock des Antreibers. Du hast jetzt so zu handeln. Ja? Nein, die Freude, ich mache es selbst. Ich mache es gerne. Ich mache es voller Freude. Ich mache es voller Liebe, weil ich meinen Gott liebe. Das ist ein Christentum, das frei ist in Christus. Er macht es freiwillig. Ist ganz mit dem Vater eins. So machen wir es auch. Dann ist es leicht, obwohl die Schwäche in uns ist, ganz tief im Herzen. Die Schwäche ist drin. Dies habe ich euch gesagt, damit meine Freude in euch ist und damit eure Freude vollkommen wird. Er will auch die vollkommene Freude haben, die er hat mit dem Vater, dass sie in dir ist, dass du diesen Weg gehst. Du musst dir das mal vorstellen. Also mir haut es jedes Mal, wenn ich darüber predige, alle Sicherungen raus. Ich sage, lieber Gott, meinst du das wirklich ernst? Oder führst du uns hinters Licht? Und ich sage, nein, du bist die Wahrheit. Und es entspricht der Liebe, dass wir so eingeladen sind. Sonst wäre es keine Liebe. Und wir haben einen Gott der Liebe. Und wir glauben an die Liebe. Und wir sind für die Liebe bestimmt. So ist es. Was für eine Freude. Das ist mein Gebot, liebt einander. Es gibt keine größere Liebe, als wenn er sein Leben für seine Freunde hingibt. Merkt ihr, Jesus spricht von sich selbst. Er gibt sein Leben für die Freunde hin. Er ist am Kreuz, wir haben was imposant, der Kirche. Er gibt sein Leben für die Freunde. Deswegen liebt mich der Vater, weil ich mein Leben für die Freunde hingebe. Meine Lieben, der das für mich macht, dann versteht ihr, was ich sagen will. Da tue ich gerne, was von ihm kommt. Weil der Vater in ihm ist. Dann haben wir es. Dann ist kein Druck, keine Last, kein Druck, kein Treiber, der antreibt. Nein, auch wenn deine Enttäuschungen im Leben noch so sind. Und vielleicht ihr denkt, was redet jetzt der Pfarrer da vorne wieder? Er muss ja begeistert sein, wenn er das predigt. Sondern ich bin davon überzeugt, meine Lieben. Glaubt ihr, es wird da oben sein? Kein Auge hat es gesehen, kein Ohr hat es gehört. In keines Menschen Herzen ist es gedrungen, was der Herr denen bereitet, die ihn lieben. Habe ich schon mal erlebt, da ist mir auch schlecht gegangen. Bin ich vor dem Tabernakel in der Schweiz, glaube ich, in einem Ding gewesen, ein Landschlag, glaube ich. Und mir ist so elend gegangen. Da hat er den Vorhang weggezogen. Auf einmal ein Weihrauchduft von bester Marke. Und dann der Engelgesang. Ich sage es euch, was uns da erwartet, da lohnt sich alles dran zu geben, diesen Weg zu gehen. Da hineinzukommen. So ein Sohn und eine Tochter zu sein, die nicht ein Durchschnittschristentum, ein Sofa-Christentum, ein Softie-Christentum, so ein Nebenbei-Christentum, ein abgespecktes Christentum lebt, sondern ganz und gar wie der Sohn in der Liebe zum Vater ist. So sind wir zu Gott. Das hat er gern. Nicht abgespeckt, sondern ganz durch und durch. Man könnte sagen, so als Deutscher sagen wir nicht Furnierchristentum, sondern deutsche Eiche. Massiv. In der Liebe. Liebt einander. Deswegen wird es immer wieder reingeschürft. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch auftrage. Ich nenne euch nicht mehr Knechte. Das ist wirklich so. Wir sind keine Knechte mehr, sondern Freunde. Wie Jesus sagt zu den Aposteln, ich nenne euch nicht mehr Knechte, sondern Freunde.
weil er der Freund des Vaters ist, der Sohn des Vaters und wir auch Söhne und Töchter des Vaters. Wisst ihr, versteht das? Lasst das in euer Herz hineindringen, sonst kannst du das Christentum auf der Pfeife rauchen. Würde auch der Kurt Zusack sagen, dann kannst du es auf der Pfeife rauchen, dann machen wir ein bisschen so lockeres Christentum, sind wir ein bisschen gut und dann ist okay, versteht ihr? Nein, ganz von der Erkenntnis, durch und durch. Vielmehr habe ich euch Freunde genannt, denn ich habe euch alles mitgeteilt. Versteht ihr, was ich vom Vater gehört habe? Meine Lieben, wir sind oftmals so wie der zweite Sohn. Vom Gleichnis des verlorenen Sohns, der gesagt hat, was, der ist da gekommen? Schau mal deinen Sohn an. Hat alles mit Dirnen, das hat er vorher ihm erzählt. Ich will Frauen haben. Ich will alles durchbringen. Ich will leben. Ich will leben. Jetzt kommt der daher und dann schlachtest du das Mastkalb und machst ein großes Fest. Und mir hast du nicht mal ein Ziegenböckchen gegeben, als ich mit meinen Freunden ein Fest feiern wollte. Dann sagt der Vater etwas ganz, ganz Interessantes. Hört mal genau zu. Kind, alles, was mein ist, ist dein. Der hätte es nur nehmen müssen. Der hat ein falsches Verhältnis zum Vater gehabt. Auch du stell dein Licht nicht unter den Scheffel. Lebe aus der Fülle des Vaters. Nimm alles an. Bei Faustina heißt sogar, du darfst die Gnaden annehmen, die die anderen verbumbeuteln, die die anderen nicht annehmen. Dass du sie annimmst und sie verteilst an die anderen. So weit ist es. All die Fülle. Hier siehst du es. Denn ich habe euch alles mitgeteilt, was ich vom Vater erhalten habe. Leben wir aus der Fülle oder waren wir Sparflammenchristentum? Leben wir daraus? Lebst du daraus? Hab Freude, komm heraus aus all dem. Freu dich innig am Herrn, deswegen so heißt es. Freu dich innig am Herrn, dann gibt er dir, was dein Herz begehrt. Ganz und gar. Nicht ihr habt euch erwählt dazu, sondern ich habe euch erwählt und dazu bestimmt, dass er euch aufmacht und Frucht bringt und dass eure Frucht bleibt. Was sind das für ermutigende Worte, was Gott mit uns vorhat? Meine Lieben, da müsste ein katholisches Selbstbewusstsein in aller Demut da sein, hinauszugehen, um diesen Gott wirklich zu bekennen, bis an die Grenzen der Erde. Das haben die Apostel gemacht. Das hat auch der Apostel Matthias gemacht. Die haben bekannt, die wussten, wie er sie geliebt hat. Wissen wir es noch? Oder sind wir ein enttäuschter Haufen, der schon so viel mitgemacht hat? Und der liebe Gott, ja, da versteht er sein Geschäft nicht, er lässt uns da unten allein. Oder leben wir aus der Fülle? Da sind wir selber schuld, wenn wir nicht aus der Fülle leben, in die wir eingeladen sind, in die Freude des Herrn. Dann wird euch der Vater alles geben. Ha, hört ihr das? Alles geben. Um was ihr in meinem Namen bittet, wo steht das noch? Wieder im Johannesevangelium. In dem Gleichnis vom Weinstock. Wer in mir bleibt und wenn meine Worte in euch bleiben, dann betet um was ihr wollt, ihr werdet es erhalten. Denn der Vater wird dadurch verherrlicht, dass ihr reiche Frucht bringt und meine Jünger werdet. Das ist das Prinzip der Fruchtbarkeit, dass du so in Gott bist. Sonst können wir manchmal beten, das kommt nur bis zur Zimmerdecke, das Gebet. Aber nicht ins Herz Gottes. Wenn du nicht ganz sagst, ja, wenn du mich so einladst, will ich so sein. Ich will es richtig herausfordern. Das ist ein Fasten, das Gott gefällt, dass du sagst, ja, das will ich. Von all den Enttäuschungen ablässt, im Grunde im Leben sogar noch einsetzt und doch aus der Fülle lebst, die Gott uns gibt, die Gott uns zusagt. Wisst ihr, das habe ich mal erlebt. Meine Herren, wenn er mal die Schleusen öffnet, wenn er die Schleusen öffnet, habe ich auch mal passiert, hier bin ich gekniet und dann war es so ein Heilungsgebetstag oder Exerzitien, weiß nicht mehr. Und dann kam aus dem
aus der Hostie in der Monstranz ein Lichtstrahl in mein Herz. Und ich habe gesagt, lieber Gott, hört's auf. Ist zu viel. Ich schaff's nicht mehr. Ich habe nur noch geglüht, wie ein Glühwürmchen. Ich habe meint, er fackelt mich ab. Lassen wir die Liebe da hinein. Ich sag's euch, da verändert sich was. Da kommt mal die Liebe rein. Lassen wir uns so lieben von Gott. Das Herz erfüllt wird, dass dir fast alles durchbricht. Philipp Neri war es so, da sind die Rippen gebrochen, weil er einen Feuerball der Liebe ins Herz geworfen bekommen hat. Da sind die Rippen gebrochen, das hat man festgestellt nachher nach dem Tod. Weil er so ein Herz hat, das übergroß war, voll der Liebe. Meine Lieben, wir sind zu dem berufen. Wir müssen aufrufen als wahre Verkünder des Evangeliums. Wir sind zu dem berufen und sagen, ja nicht, na ich nicht, das sind die Heiligen. Hat er mit dir genauso vor, wenn du dich öffnest. Hat er mit dir genauso vor. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Aber er kann es nur tun bei denen, die glauben, die dem authentischen Wort glauben. Das war jetzt eine Fastenpredigt, gell? Jetzt wissen wir, was sie zu tun haben. Vielleicht seid ihr alle überrascht jetzt, oder? Ich sehe es in den Gesichtern. Das ist das Große, das er mit uns vorhat. Also das kann ja nicht sein, Herr Pfarrer Firmen. Habe ich was gesagt, was hier nicht steht? Prüft es selbst. Sagt es. Habe ich was gesagt, was hier nicht steht? Manchmal sind wir jene, die eben nicht mehr glauben können. Und wir sollten wieder glauben. Dies trage ich euch auf. Liebt einander. Amen. Betet, Brüder und Schwestern, dass mein und euer Opfer Gott, dem allmächtigen Vater, gefallen. Der Herr nehme das Opfer an aus seinen Händen, zum Lob und Ruhe seines Namens, zum Segen für uns und seine ganze heilige Kirche. Lasset uns bitten, allmächtiger Gott, nimm diese Gaben an, die deine Kirche dir am Fest des heiligen Matthias
darbringt und stärke uns in dieser Feier mit deiner Gnade. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Wir wollen sie beim Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger, ewiger Gott, immer und überall zu danken. Denn du bist der ewige Hirt, der seine Herde nicht verlässt. Du hütest sie alle Zeit durch deine heiligen Apostel. Du hast sie der Kirche als Hirten gegeben, damit sie ihr vorstehen als Stellvertreter deines Sohnes. Darum singen wir mit den Engeln und Erzengeln, den Thronen und Mächten und mit all den Scharen des himmlischen Heeres den Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit. Gott, und alle deine Werke verkünden dein Lob. Denn durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, und in der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst du die ganze Schöpfung mit Leben und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten versammelst du dir ein Volk, damit deinem Namen das reine Opfer dargebracht werde, vom Aufgang der Sonne bis zum Untergang. Darum bitten wir dich, allmächtiger Gott, heilige unsere Gaben durch deinen Geist, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgetragen hat, dieses Geheimnis zu feiern. Denn in der Nacht, da er verraten wurde, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für viele vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis deines Sohnes. Wir verkünden sein heilbringendes Leiden, seine glorreiche Auferstehung und Himmelfahrt und erwarten seine Wiederkunft. So bringen wir dir mit Lob und Dank dieses heilige und lebendige Opfer dar. Schau gütig auf die Gabe deiner Kirche, denn sie stellt dir das Lamm vor Augen, das geopfert wurde und uns nach deinem Willen mit dir versöhnt hat. Stärke uns durch den Leib und das Blut deines Sohnes, und erfülle uns mit seinem Heiligen Geist, damit wir ein Leib und ein Geist werden in Christus. Er mache uns auf immer zu einer Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir das verheißene Erbe erlangen mit deinen Auserwählten, mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit ihrem Bräutigam, dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln und Märtyrern, mit dem heiligen Apostel Matthias und mit allen Engeln und Heiligen, auf deren Fürsprache wir vertrauen. Barmherziger Gott, wir bitten dich, dieses Opfer unserer Versöhnung bringe der ganzen Welt Frieden und Heil. Beschütze deine Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit und stärke sie im Glauben und in der Liebe. Deinen Diener, unseren Papst Franziskus, unserem Diözesanadministrator Clemens und die Gemeinschaft der Bischöfe, unsere Priester und Diakone, alle, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind, und das ganze Volk deiner Erlösten. Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der hier versammelten Gemeinde und führe zu dir auch alle deine Söhne und Töchter, die noch fern sind von dir. Erbarme dich aller unserer verstorbenen Brüder und Schwestern und aller, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind. Nimm sie auf in deine Herrlichkeit und mit ihnen lass auch uns, wie du verheißen hast, zu Tische sitzen in deinem Reich. Darum bitten wir dich, durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre,
jetzt und in Ewigkeit. Amen. Wir heißen Kinder Gottes und sind es, darum beten wir voll Vertrauen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Christus ist unser Friede und unsere Versöhnung. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Und mit deinem Geiste. Dann hat ein Zeichen des Friedens uns der Versöhnung. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünden der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünden der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünden der Welt, gib uns deinen Seht das Lamm Gottes, das ihn wegnimmt, die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du mein Gewissen unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe, so spricht der Herr.
Lasset uns bitten. Barmherziger Gott, schenke deiner Familie immer neu die Fülle deiner Gaben und lass uns auf die Fürsprache des heiligen Matthias Anteil erhalten am Los deiner Heiligen, die im Lichte sind. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Jetzt darf ich mich bedanken bei euch allen für diesen Einkehrtag. Ich habe einfach das mal so probiert mit den zwei Vorträgen. Es musste schnell gehen in der Vorbereitung, gell? Aber ich glaube, es ging so ganz gut. Es dürft euch wieder freuen, dass nächstes Jahr der Kurt wieder fit ist, oder? Könnt ihr jetzt wirklich fest beten. Und wichtig ist ja, dass ihr Jesus empfangen habt, gell? Das ist das Allerwichtigste. Ohne ihn können wir nichts tun. Kein Pfarrer Fehm, kein Pfarrer Susak, nicht sonst einen Priester, sondern Jesus. Ihn imitieren wir nach. Wir sind nur kleine, unnütze Knechte, durch die der Herr halt wirken will, die er in die Hand nimmt. Hoffentlich machen wir es gut oder lassen wir uns so in die Hand nehmen als Werkzeug, dass er durch uns wirken kann. Gell? Das ist wichtig. Gell? Das ist bei allen Priestern so. Ganz herzlichen Vergelt's Gott, die alle aufgenommen haben bei der Orgel, Schwester Angelika, Schwester Raffaela hier, die Alexandra auch, die mitgeholfen hat, unten die ganzen Teams, alle, die jetzt mitgeholfen haben, dass das so kurzfristig dann umgemodelt wird. Und dann, dass ihr gekommen seid und so offene Herzen hattet, nehmt das jetzt mit, diese Freude. Die Fastenzeit ist was Prickelndes. Habt ihr das mitgenommen jetzt, oder? Für mich ist es etwas Freudiges. Keine so trübe Stimmung, oder? Vorher muss man dann eine Fasnacht machen, dass man sich austobt und dann, dass man das durchhält. Nein. Wir sind nicht voll des Alkohols, sondern voll des Geistes. Gell? Voll des Geistes. Ja? Und du hast uns ins Herz mehr Freude gelegt als andere bei Korn und Wein in Fülle, oder? Heißt doch, gell? So ist es. So muss es sein. Das ist die Fülle da drinnen. Überlegt euch mal, wenn wir das haben, gell? Jedes Mal müssen wir uns irgendwie beruhigen, dass wir durch diese Furcht, durch dieses furchtbare Joch des Glaubens hindurchkommen, müssen wir uns ein bisschen austoben in der Fastnacht. Schlimm, gell? Nein, wir haben eine Freude, versteht ihr, in der Fastenzeit. Dass wir von allem fasten, nur noch nicht von dem, da müsst ihr nicht fasten. Bei Jesus braucht ihr nicht fasten. Den könnt ihr reinlassen, mit voller Breitseite könnt ihr den reinlassen, gell? Oh ja, Jesus, da braucht ihr nicht fasten. Das ist eben das Schöne. Und da müssten wir Gesichter haben, voll der Freude. Ja, so ist es. Nicht eine trübe Stimmung, nicht eine Binse, die sich hängen lässt. Und dann ein Fasten ohne Freude, nämlich wenn er fastet, macht ein freudiges Gesicht. Jetzt versteht ihr, ein freudiges Gesicht, weil wir alles reinlassen von Jesus und fasten von der Welt und was sonst ist. Das ist das Beste, was wir tun können, gell? Da dürfen wir jetzt den Segen geben, dass wir jetzt die ganze Fastenheit hindurch dieses Fasten leben, Fasten von der Welt, dass wir nur die Fülle Gottes in uns aufnehmen dürfen. Was für eine Freude, oder? Eine Freude, für mich ist es eine Freude. Für euch auch. Danke, dass ihr da wart und die Herzen aufgemacht habt. Und jetzt dürfen wir den Segen Gottes über uns hinwegfegen lassen, wie würde der Kurt Susak sagen, gell? Dass es richtig geht, gell? Und dann hinaus, gell? Aber gebt mal Acht, jetzt geht er nicht nach Hause und die gehen schon alle in Deckung, gell? Was die für einen Rückenwind haben, gell? Sondern dosiert. Ja?
Nicht, dass sie überfordert werden, weil die Liebe überfordert den anderen nicht. Du musst dann das so dosiert bringen, das ist Vertragen, was du jetzt für einen Schwung mitbekommen hast in Kloster Brandenburg. Ja. Das ist gut, gell? Jetzt wohl soll der Herr durch den Segen alles vollenden, was er heute begonnen hat. Ihr Herr sei mit euch und mit deinem Geiste. Auf die Fürsprache der seligsten Jungfrau und Gottesmutter Maria, der Königin der Apostel, des heiligen Josef, der heiligen Erzengel Gabriel, Raphael und Michael, des heiligen Matthias und aller Engel und Heiligen. Segne euch, führe euch, stärke euch, heile euch und heilige euch der allmächtige Gott. Er lasse sein Angesicht über euch leuchten und schenke euch seinen Frieden. Er bewahre euch vor allem Bösen, schenke euch die Fülle seiner Gnade, die Fülle seines Segens und die Fülle des Heils.